Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Yoga. Heute wird es eine tolle Übung geben, die die Dehnung und die Beweglichkeit fördert und bis gleich. Zuerst mach es dir auf deiner Matte bequem. Wir benötigen ein Handtuch oder ein Seil. Lockere erstmal das eine Bein aus und danach auch das andere. Dann strecke das rechte Bein hoch, ziehe die Fußspitze zum Knie, halte und absetzen. Genauso mit dem anderen Bein. Strecken, Fußspitze heranziehen und lösen. Das machst du ein paar Mal, um die Beine schon etwas vorzubereiten. Atme hierbei immer regelmäßig ein und aus und versuch schon mal, dich etwas zu entspannen. Diese Vordehnung der Beine kannst du machen, so oft wie du magst. Versuche hierbei, das Knie immer ganz zu strecken. Jetzt hebst du das rechte Bein. Das Handtuch geht über den Fuß. Halte das Handtuch mit beiden Händen. Dann nimmst du das Handtuch in die eine Hand, legst den anderen Arm beiseite und führst das eine Bein jetzt vorsichtig nach außen. Das Bein ist vollkommen gestreckt und das andere Bein, das angewinkelte, geht so ein bisschen zur Seite, öffnet sich auch von der Hüfte her. Atme ein und aus und entspanne. Tief einatmen in den Bauch und ausatmen. Komme langsam zur Mitte. Wechsel die Seiten. Andere Hand nimmt jetzt das Handtuch und das Bein wird jetzt zum Körper hingeführt. Der Weg ist hier ein kleinerer. Halte hier auch das Bein gestreckt und atme ein und aus. Du kannst immer so lange halten, wie du möchtest. Ich würde sagen so zwischen 10 und 20 Sekunden. Handtuch lösen und kurz entspannen und die Beine auslockern. Nehme das andere Bein, strecke es, Handtuch gut in Position bringen und das Handtuch wieder in eine Hand und das Bein als erstes nach außen führen, die Hüfte öffnen. Es ist einfacher, wenn du den Ellenbogen am Boden ablegst. Das Knie sollte gestreckt sein, atme ein und atme aus. Atme tief in den Bauch und öffne den Hüftbereich. Bein kommt zur Mitte. Wechsel die Hände. Andere Hand nimmt das Handtuch. Und jetzt führst du das Bein in die andere Richtung. Platziere den Kopf so, wie du dich wohlfühlst und versuche, mit dem Gesäß am Boden zu bleiben. Was hier jetzt gar nicht so einfach ist. Das Bein kommt wieder langsam zur Mitte und langsam lösen. Lege dich hin, tief in den Bauch atmen und entspannen. Wenn du magst, wiederhole diese Übung. Du kannst die Übung machen, so oft wie du möchtest. Handtuch positionieren, Bein nach außen führen, das Knie bleibt gestreckt. Anderes Bein öffnet sich leicht von der Hüfte her. Wichtig, entspanne den Rest des Körpers, auch wenn die Dehnung stark ist. Spüre die Dehnung in den Beininnenseiten. Hier werden auch die Beinrückseiten stark gedehnt, dadurch, dass das Bein ganz lang ist. Das Bein in die andere Richtung führen. Hier geht es nie so weit wie nach außen. Locker dich zwischendurch gut aus und dann kommt das andere Bein. Strecken, Handtuch positionieren, und das Bein ganz langsam und entspannt nach außen führen. Knie ist gestreckt, der Rest des Körpers ist locker. Ein- und ausatmen.
Hier wird die Hüfte ganz stark geöffnet. Das fördert die Beweglichkeit der Hüfte und erhöht den Bewegungsradius. Jetzt auch zur anderen Seite. Versucht das Knie gestreckt zu halten. Handtuch lösen. Lege die Fußsohlen aneinander. Lass die Knie nach außen gehen. Entspanne dich und den Rest des Körpers und atme tief ein und aus. Wenn du magst, positionierst du das Handtuch unter deinen Kopf, sodass eine gerade Linie entsteht und du gut entspannen kannst. Atme tief ein und aus, entspanne dich und lasse los. Das war das Video für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja, Yoga kann auch mal entspannend sein. Ich mag diese Übung wirklich sehr, sehr gerne. Gerade auch am Abend, wenn ich so ein bisschen ausgepowert bin, tut das wirklich gut. Ja, vielleicht ist diese Übung auch etwas für dich. Ansonsten mach dir ein wunderschönes Wochenende. Hab einen tollen Samstag. Nicht vergessen, morgen gibt es PJLD. Und ansonsten würde ich sagen, Happy Weekend. Tschüss.